einen wunderschönen guten Abend. Ein kleines Gastgeschenk, wohltemperierter Trollinger. Die Antwort, die Sie auf Ihre Frage suchen, ist ganz einfach. Ich habe das doch extra in Hochdeutsch in die FAZ geschrieben. Der Grund für die Impfskepsis ist Trägheit, Verschwörungsmythen und fehlendes Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse. Deswegen fordere ich eine Impfpflicht. Ja, aber nicht in unserer Sendung, Herr Kretschmann. Ne? Weil gerade Sie haben in Ihrem Bundesland ja mitgeholfen, quasi das Misstrauen gegenüber Medizin und Wissenschaft auch noch zu fördern. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, sehe da aber eine Tafel. Nein, 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 wir machen in diesen gespaltenen Zeiten jetzt nicht auch noch eine Tafelnummer. Das ist ein Adventskalender, einfach nur fröhlich verbindender Adventskalender. Anthroposophie, Impfskepsis, ich weiß nicht, was das mit Baden-Württemberg zu tun hat. Nichts, nichts, was soll das mit Baden-Württemberg zu tun haben? Nur weil es in Baden-Württemberg anthroposophische Waldorfschulen gibt und anthroposophische Ärzte und anthroposophische Kliniken, so viele wie nirgends sonst. Und nur weil bei Menschen, die an diese Art von Alternativmedizin glauben, die Impfbereitschaft signifikant niedriger ist. Baden-Württemberg, wir können alles außer impfen. Virus Anthroposophie, das geht jetzt mal raus auf Twitter. Was? Nein, um Gottes Willen. Da fehlt das und, da fehlt das und. Das war nur runtergefallen. Ja, das Tweet ist schon draußen, Meister. Hören Sie, das sagt doch alles auch nicht ich. Das sagen ich zu zwei Studien oder so, die da unbedingt einen Zusammenhang sehen wollen. Ha? Gut, die Menschen suchen sich eben Alternativen zu staatlichen Angeboten. Ja. Man könnte fast sagen, die da oben machen, was sie wollen. Da kann ich als Politiker nichts dagegen haben. Ah, vermutlich haben sie auch nichts dagegen, dass die großen Hersteller von Homöopathie oder von anthroposophischen Medikamenten oder Kosmetika bei Ihnen im Ländle im Jahr geschätzt über 1 Milliarde Euro Umsatz generieren? Vermutlich nicht. Vermutlich er auch nicht, ne? Wer ist das? Das ist Manfred Lucker, Ihr Gesundheitsminister. Ach so, der hat ganz bestimmt nichts dagegen. Er fordert ja sogar, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für Homöopathie übernehmen. Und das, obwohl wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Homöopathie für den Patienten keinen Nutzen hat, der über den Placebo-Effekt hinausgeht. Aber es ist eben auch wirtschaftlich erwiesen, dass der Nutzen für Baden-Württemberg weit über den Placebo-Effekt hinausgeht. Ja. Sehen Sie, wir in Baden-Württemberg, wir fördern die Wirtschaft und nicht die Impfskepsis. Genau, genau. Ich weiß auch nicht, wie diese Studien darauf kommen. Nicht? Bloß weil in Baden-Württemberg 30% der Schüler an den Waldorfschulen ungeimpft waren gegenüber Masern. Und das hat ja bestimmt nichts damit zu tun, dass es dann da auch zu Masernausbrüchen gekommen ist. Nicht? Eben, aber jetzt haben wir ja Corona. Genau. Was hat das damit zu tun, dass an jeder vierten Waldorfschule eine Impfkritik, Corona-Proteste, Verschwörungsmythen verbreitet worden sind? Und das sagt nicht ich. Das sagt nicht. Das sagt der Anthro-Blogger Oliver Rautenberg. Der hat das gezählt, nicht? Und das allein in der Region Freiburg. Also an Waldorfschulen über 100 Maskenatteste gefälscht worden sind, viele von einem einzigen anthroposophischen Arzt. Das ist halt einfach Zufall. Ich kann nichts dafür, dass Freiburg in Baden-Württemberg liegt. Genau, und was kann der Waldorfverband dafür, dass ein Video auf seiner Homepage stand, wo irgendein Arzt davor warnt, dass Maskentragen für Kinder unter 11 Jahren gefährlicher sei als kein Maskentragen. Das war nicht irgendein Arzt, sondern ein Chefarzt der anthroposophischen Mediziner, Georg Soldner. Aber das sagt ja nichts über die generelle Qualität der wissenschaftlichen Lehre an Waldorfschulen aus. Ne? Qualifikation der Lehrer dort ist ja eher speziell. Genau, wo bitteschön steht denn geschrieben, dass quasi die wissenschaftliche Qualifikation von Waldorf-Lehrern dieselbe sein muss wie von Lehrern an anderen Schulen? Außer im Grundgesetz. Ja, zum Glück gilt in Baden-Württemberg unser Schulgesetz. Deswegen dürfen Waldorflehrer hier ihre wissenschaftliche Qualifikation auch anders nachweisen. Ja, anders, ne? als durch Wissenschaft. Ne? Eben. Genau, genau. Und es tun ja manche sogar so, nicht? Als würden die Anthroposophen bei beinahe allen Aktionen mitmischen, wo mit Halbwahrheiten Zweifel gesät werden gegenüber Impfen oder Maßnahmen. Nicht? So wie bei der jetzt, wie hieß die nochmal?
wo der Jan-Josef Liefers auch mit dabei war. Ja, der ist, gut. Der ist ja auch kein Anthroposoph, genau. Sondern Pathologe. Alles auf den Tisch, so hieß sie, genau. Und was heißt das schon, dass da viele anthroposophische Ärzte mit dabei waren? Ich meine, eben, ja. Aber eben nicht nur. Genau, eben nicht nur. Ne? Also er war ja auch, das war auch der ehemalige Vorstand des Netzwerkes für evidenzbasierte Medizin mit dabei, der Herr Sönnigsen. Ne? Aber der ist eben ehemaliger Vorstand, weil er hat zwischendrin nicht ganz so evidenzbasierte Fakten über Corona verbreitet. Aber ich frage Sie, was das damit zu tun hat, dass er dann Bundestagskandidat war für die Partei, die Basis, die eben zufällig stark anthroposophisch geprägt ist. Ich meine, nicht. Und dass er früher Professor war an der hier anthroposophisch geprägten Uni Witten-Herdecke, genauso wie jetzt aktuell, ja, der David Martin, der Professor für anthroposophische Medizin ist, der junge Erwachsene dazu aufruft, sich nicht impfen zu lassen. Eben. Und was heißt das schon? Nicht, dass beim offenen Protestbrief gegen die Maskenpflicht an die Kultusministerin in NRW von den 140 Unterzeichnern etwa 100 anthroposophisch waren. Eben. Gerade mal 100. Gerade mal, genau. Davon waren nur 23 im Verein für individuelle Impfentscheidungen, nicht der aktiv, die in einem Positionspapier gegen eine Covid-19-Impfung plädiert haben. Und da eben, vor allem, weil da ja im Vorstand nicht alle Anthroposophen sind. Oh, genau, nur alle. Bis auf einen. Ja, aber das sind in erster Linie normale Mediziner, ja. Die eben auch anthroposophisch sich fortbilden. Genau, so mit Kursen wie ja, was hier mit sieben Chakren und die Seelenprozesse oder eben mit Einreibekurse auf Elba. So. Eben, das fußt alles auf solider Grundlagenforschung. Genau, solide. Ja, auf der Hellseherei von Rudolf Steiner, dem Gründer der Anthroposophie. Ich meine, also hören Sie, dem wird ja vorgeworfen, unwissenschaftlich gewesen zu sein. Dabei hat er seine Lehre selbst Geisteswissenschaft genannt. Genau. Steiner hat wissenschaftlich hell gesehen und da hat er gesehen, dass der Planet Erde mehrfach wiedergeboren ist, wie der Mensch. Ne? Und deswegen resultieren die Krankheiten ja für ihn auch aus dem Fehlverhalten im vorigen Leben. Das ist interessant. Ja, ich hatte ja zum Beispiel Lungenentzündungen. Die sind in der Anthroposophie quasi eine Strafe für sinnliche Ausschweifungen im vorigen Leben. Das ist für mich kein Problem. Ja, das habe ich mir gedacht. Wer im vorigen Leben zu wenig Interesse an den Sternen gezeigt hat, der wird zum Beispiel laut Anthroposophie mit Bindegewebsschwäche gestraft. Ich habe schon einen Termin an der Sternwarte. Oh, gut. Und wer, das ist noch interessant, wer sich zu viel vor sich hingeträumt hat in einem Leben, der bekommt im nächsten Leben die Masern. Nee, was aber gut ist, nein, dass man das durchmacht. Nur so kann das Ich sich dann bei der Wiedergeburt im neuen Babykörper richtig inkarnieren, sagt die Anthroposophie. Gut, das hat der Rudolf Steiner halt so vor 100 Jahren gesagt. Genau. Ich meine, heute schreibt das ja nur noch die langjährige Chefin der anthroposophischen Ärzte, die Michaela Glöckler. Aber das liest ja niemand mehr. Also außer die 500.000 Menschen, die ihren Bestseller Kindersprechstunde gekauft haben. Nee, aber jetzt lassen Sie halt mal die Anthroposophen. Okay, schauen Sie, wir Katholiken essen auch Oblaten und glauben, es sei der Leib Christi. Ja. Und viele Kranke fahren zur Heilung dann nach Lourdes. Genau, heiliges Wasser wird ja auch an der Apotheke verkauft. Ne? Nein. Wunder gibt es exklusiv nur bei uns Katholiken. Wollen Sie denn noch wissen, woher laut den Anthroposophen Corona kommt? Also auch. Ich glaube nicht. Es liegt an der aktuellen Planetenkonstellation, die nach Steiner auch schon die spanische Grippe ausgelöst hat. Ich glaube, ich muss jetzt gleich zur Sternwarte. Vielleicht bekomme ich da auch noch einen Wein als Gastgeschenk. Aber Sie haben das Gastgeschenk hier hingestellt. Ich weiß. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Da haben sich gerade noch 50.000 Menschen im Stadion gegenseitig ins Gesicht gespuckt. Und die stellen ein paar Waldorfschulen als Pandemietreiber dar. Oh komm, das haben die doch so auch nicht gesagt. Sondern?
Es ging noch um Impfskepsis. Ja, wofür es gute Gründe gibt für Impfskepsis. Ja, im Osten hat man traditionell Vorbehalte gegenüber dem Staat. Ja, ich bin ja gar nicht aus dem Osten. Naja, und in ärmeren Stadtvierteln ist man halt nicht auf die Leute zugegangen. Ja, nicht aus dem ärmeren Stadtviertel. Und in diesem Sketch ging es halt darum, dass im Süden durch die Anthroposophie halt eine gewisse Impfskepsis gefördert wurde. So haben die, so differenziert haben die das überhaupt nicht gesagt. Ja, deswegen sag ich's dir ja jetzt. Ja, aber du kommst doch in der Sendung gar nicht vor. Warum eigentlich? Herr Furtwängler, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.